Hallo und herzlich willkommen zurück in der Arktis. Schaut sich das einmal an. Einfach nur herrlich. Wir haben jetzt 500 Entdecker erreicht und wir können dementsprechend Öllampen bauen. Für die Öllampen benötigen wir auch wieder Walfänger. Das sollten wir erfüllen können. Geht sich das aus? Nein, natürlich nicht. Die werden auch nicht durchgereicht. Und so eine Lampenproduktion und Messing müssen wir raufliefern in die Arktis. Auf Ihren Befehl. Dann könnten wir eine Route bauen. Die liefert. Okay, dann sollte ich hier ein schnelles Schiff verwenden. Route einrichten, Handelsroute, alte Welt. Hier haben wir Messing. Heißt, wir sollten auch die Messingproduktion massiv ausbauen, um dieses Problem nicht mehr zu haben. Die alte Welt. Ja, Schritt für Schritt, wenn man da ohne Handels, ohne der Speicherstadt spielt, dann ist es direkt anspruchsvoll. Wir benötigen Zink und Kupfer. Zink und Kupfer könnte man hier bauen, aber okay, von die Kosten ginge es. Material. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Dann bauen wir das mal aus. Alles Baumaterial zurück. Okay, und ich brauche Fenster und Stahlbeton. Hier. Setz die Segel! Fenster. So in die Richtung. Zum Horizont. Dann haben wir da zumindest mal mehr Minen. Und hier könnte man. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Gleiche Spiel machen. Und hier die Zink. Okay, da habe ich dann die Arbeitskräfte nicht. Dann brauchen wir irgendwann Pendler-Kais. Mehr Druck im Kessel. Sie haben an Einfluss gewonnen. Eine Epidemie breitet sich aus. Auch hier können wir dann das erhöhen, das erhöhen.
euch ein zweites Lager. Warte bereit. Euch schickt mir wieder zurück und dann haben wir da unser Schiff. Und dann laden wir hier. Auch noch Zink und Kupfer ein. Wo sind wir denn hier? Aus in Reichweite. Ach. Brauchst du noch einmal Holz? Erwarten neue Horizonte. Es ist gar nicht so einfach. Ja, der Ausbau hier kann eigentlich schon wieder fast weitergehen. Was benötigt ihr da? Sicher mal die Schule. Der Marktplatz. Irgendwie ein Wirtshaus vermutlich. Besser geht immer. Jetzt wird es Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Messingproduktion könnten wir verdoppeln. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Brille. Wie ist das gegangen? Ich schaue nach bei der Messinghütte. Mir fehlen die Rohstoffe. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Okay, und die werden dann angeliefert. Da könnte man auch noch mal pusten. Es wird nicht. Woanders sieht das Gras viel grüner aus. Da sollte ich aufpassen, dass ich nicht zu viel ausbaue. Besetzt die Station. Wie schaut der Verbrauch aus auf allen Inseln? Können wir das hier schon einschätzen? Beispielsweise Konsumgüter, Tabak, Schokolade,
sollte ich mehr produzieren. Dreimal so viel Schokolade. Doppelt so viel Tabak. Kaffee auch. Uiuiuiui. Die neue Welt. Hier ist kein Platz mehr. Volles Lager. Es ist aber kein Transportproblem, sondern es ist ein Produktionsproblem. Die Menschen lassen sie hochleben. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ich würde sagen, wir machen hier zwei. Ihr werdet gelöscht. Wie ist es gegangen? So, Schokoladenproduktion sollten wir aber dann noch ausbauen. Der Streik wurde beendet. Und da war das Verhältnis. Jetzt schauen wir mal. Bei der Stadt, die Stadt werden wir dann da ausbauen müssen. Aber wohin damit? Kurz überlegen. Wir verdoppeln die Stadt. Die werden wir brauchen. Dann werden wir hier auch einmal sicher ein Lagerhaus benötigen. Keine Felder, keine Arbeit.
Okay, damit sollte das Kakaoproblem gleich erledigt sein. Was fehlt uns hier denn noch? Hallo, 28. Eine Schokoladenfabrik. Das heißt hier zwei Schokoladenfabriken. Ein paar Arbeiter upgraden. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Und wir könnten auch ein paar Lager dazu bauen. Das war der erste Streich. Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Könnte mal Kaffee sein. Da war das Verhältnis 2 auf 1. Okay, dann können wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaffee machen. Ganz ehrlich, hat La Corona dich in der Mangel? Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja. Hola. So ist es aber manchmal, dass man wenn es weitergeht, ist das ja okay. Schauen wir mal. Hier könnte man noch ein bisschen werden wir hier auch andere Schiffe benötigen. Damit wir da den Kaffee effizient in die alte Welt bringen. Hier, das heißt, wir können wir benötigen 4 Kaffeeröstereien. 1, 2, 3. Ich kann die noch ein bisschen. Das muss irgendwie. Viele Einwohner, so wie es ausschaut. Ich kenne deinen Menschenschlag nur zu gut. Ist alles okay? Ja, ja, ja. Dann benötigen wir hier eigentlich weitere Schiffe. Die alte Welt. Haben Sie vergessen, den Schalter umzulegen?
bildet sich bereits eine Staub. Bald läuft alles wieder wie geschmiert. Sind Sie neugierig? Heißt aber auch, hier könnte wieder... Dann brauchen wir hier auch mehr Schiffe. Und zwar auch weitere Öl. Kann man die kaufen? Nein, aktuell nicht. Und in der neuen Welt... Frachtschiff, das könnte man brauchen. Ja. Das Problem. Bist du hier, um zu helfen? Frachtschiff steht bereit. Dann können wir auf diese Route noch ein Frachtschiff geben. Okay, und hier kann ich Stahlbeton rüberbringen. Da habe ich doch vor kurzem eine Route eingerichtet. Dann nehmen wir halt hier Stahlbeton. Wie schaut es jetzt mit Messing aus? Das steigt sogar eher. Dann würde ich sagen, bauen wir das weiter aus. Genug Messing haben, sollte das aber weitergehen. Brillen. Vielleicht eine zweite von den Fabriken. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Das habe ich hier. Auch genug, dann können wir da auch weiter mehr Stahl machen. Die Lücke vom Lager geht nicht mehr. Die benötigen wir hier. Das Holz könnte man auch reduzieren. Den hier wirklich eher Stahlbeton. Immer, das fehlt wenn ich euch nachdenke, die Schule. Werde ich irgendwann wütend. Und euch der Marktplatz. Die Leiden des jungen Handwerkers. Bei euch fehlt der Universität. Die könnten wir aber auch da irgendwo mal reinbauen.
schaut es jetzt aus? Produktion, alle Inseln. Kaffeeproduktion passt. Glühbirnen passt nicht. Und Schokolade. Kommt jetzt eher hin. Jetzt wohl ein bisschen abwarten. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Könnte man eigentlich hier Glühbirnen? Noch eine Fabrik? Wie geht's? Eine weitere Glühbirne. Dann sollte auch dieses Problem gelöst sein, oder? Unvollständig. Okay, Glas ist ein Problem. Mir fehlt noch ein. Achtung, der Boss. Eine Epidemie breitet sich aus. Das können wir auch rausnehmen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ein Feuer ist ausgebrochen. Meine Stiefel sind durch. Flammen wurden gelöscht. Von Anfang bis Ende eine Farce. Hier muss man hier einfach die Stühle besser positionieren. Sie verwenden. Dann sollten wir hier ausbauen können. Die Lage ist äußerst mittelmäßig. Ja, schon klar. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwelche Items coole finden. Da habe ich natürlich auf wieder das Befehl. Problem. Bereit für den Einsatz.
So, aber die Messingproduktion, das sollte jetzt alles viel besser laufen. Naja, nicht ganz. Das ist auch nicht so stabil. Dann könnte es noch sein, Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Lagerhaus benötigen. Okay. Wie schauen wir jetzt hier aus? Wir warten noch auf Material. Messing fehlt. Brauche ich ja dezente Messing-Überproduktion. Das schaut aber eh gut aus. Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn ab? Sie wollen sich da rauswinden? Alles bereit. Ja, wir suchen dann wieder noch mal kurz ein bisschen nach Items. Mr. Garrick, eine Sie Schauspielerin. Haben Einfluss gewonnen. Da ist ja schon eine. Vielleicht ein Dario. Sowas wäre spannend für die Inseln, wo ich keine Einwohner habe. Schauspielerin. Das sind ist unterwegs. Schon mal wieder sehr schön. Was könnten wir noch holen? Mr. Garrick. Jetzt, wo Geld keine Rolle mehr spielt, und auf Eras. Das ist auch schön. Setz die Segel! Sollten wir langsam da irgendwie alles befüllen können. Schauspielerin, 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 Schauspielerin. Da ist sogar alles vorhanden. Mr. Garrick, Mr. Garrick. Die Menschen lassen sie hochleben. Mr. Garrick. Bereit für den Einsatz. Auf Ihren Befehl. Bitte mal. Ist hier. Lotte unterwegs. Eine Handelskammer. Ja, Holz. Ein Holz. Hier, das ist bitter. Leinen los. Schauen auf wir Kurs mal. Halten! Ja, ich bin
Eine Epidemie breitet sich aus. Brauche ich hier auch wirklich noch mehr Lager? Na, dann fehlt auch Stein. Erwarten neue Horizonte. Alles okay. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Neue Ziele? Die Leute gehen auf die Barrikaden. Und eigentlich ist in dem Fall die Arbeitskraft gar nicht so relevant. Auf die alte Dame ist Verlass. Da wäre es doch eine andere Insel gewesen. Diese Insel. Genau. Leinen los. Lager. Auf Ihren Befehl. Stein und Holz. Sind unterwegs. Ziegel und Holz. Flotte legt ab. Steuermann. Dann könnte man nämlich hier die Kohle anzapfen. Erwarten neue Horizonte. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten am Stück am Spiel. Ich denke, wir sind hier wieder gut vorangekommen. Wir haben jetzt fast 50.000 Einwohner in dieser kleinen Welt. Und der Streik wurde beendet. Zumindest jetzt mal eine Insel relativ gut eigentlich bebaut. Wir haben zwei weitere Städte. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen es für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Abo und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!